25. Spieltag in der U17-Junioren-Bundesliga-West. Der MSV Duisburg trifft auf den 1. FC Köln. Ja, jetzt wollt ihr die Situation wissen in der Tabelle. Ich zeig sie mal. Das ist die Situation. Und ich hoffe, wir können uns auf ein tolles Spiel freuen. Wir gehen einfach mal rein in die erste Halbzeit. Zebra gegen Geißbock, so hieß die Paarung hier. Und wir freuen uns drauf. Der MSV hatte Anstoß und die Duisburger, die wollten natürlich zeigen, dass sie die drei Punkte gerne hier an der Westender Straße behalten wollten. Aber ich will es fast vorwegnehmen, es kam ganz anders. Die Kölner legten los wie die Feuerwehr. Aber die hatten auch sehr viel Raum, man sieht hier. Und schon schwupp, da klingelt es, da ist das 1:0 für den 1. FC Köln. Und ja, das direkt am Anfang des Spiels. Und es ging direkt weiter. Die Duisburger waren überhaupt nicht präsent, sie waren gar nicht da. Da kommt die Flanke rein und ja, Möglichkeit für den 1. FC Köln. Und die Duisburger bemühten sich zwar, aber die Kölner, die konterten. Und das ging sehr rasant. Das ging wirklich schnell. Man überbrückte das Mittelfeld ganz zügig und dann ließ man die Kölnern richtig viel Platz. Auch hier der Abschluss gefährlich. Duisburg konnte noch klären. So, und dann geht's weiter. Die Kölner mal wieder im Ballbesitz. Also man musste schon sagen, am Anfang der MSV nicht da. Und jetzt hier ganz viel Platz im Strafraum. Man spielt und schwupp, da ist das 2:0. Unfassbar. Die Duisburger U17-Junioren irgendwie mit angezogener Handbremse. Ich konnte mir das selber nicht erklären und es ging ja dann auch weiter. Und man schaut sich diese Szene hier an und der chippt den Ball einfach da rein ins lange Eck und dann steht es auf einmal 3:0. Das Ganze nach 10 Minuten. Ich konnte es gar nicht glauben. Also das war wirklich keine gute Leistung bis hierhin. Ja, und da hatte man schon gar nicht genug von dem 3:0. Die Kölner machten einfach weiter, weil die Zebras nicht präsent waren. Man nahm die Zweikämpfe nicht richtig an. Also es fehlte wirklich an allem. Und ich hätte gerne andere Szenen gezeigt, aber es ging nur Richtung Duisburger Tor. Die Kölner bestimmten dieses Spiel nach allen Lagen, was Fußballspielen so hergibt. Jetzt versuchten die Zebras natürlich, sich erstmal ein bisschen in der Defensive zu stabilisieren, aber immer wieder kamen die Kölner an den Ball. Ja, und wenn mir dann die Worte ausgehen, dann soll das schon was heißen, dass selbst Trainer Marc auf dem Kampf von außen immer wieder reinrufen musste, um die Jungs irgendwie wach zu rütteln. Ja, und dann, wir sind schon kurz vor Ende der ersten Halbzeit, dann kamen mal so zögerliche Angriffe der Duisburger. Da war man ja schon wirklich dankbar, wenn dann mal der Ball Richtung Kölner Tor geht. Das war dann der erste Schuss hier aufs kölsche Tor. Die Kölner hatten hier wirklich alles fest im Griff. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die selber überrascht waren, mit welcher Art und Weise die Duisburger hier dieses Spiel angegangen sind. Und dass es jetzt schon 3:0 steht und die Kölner machten einfach weiter. Und deswegen habe ich diese Szene mal hier ausgesucht. Die zeigt nämlich wirklich, wie weit die Duisburger weg waren von dem Zweikampf. Und so richtig ging man gar nicht an den Gegner ran. Zwischendurch bekam man mal irgendwie den Ball, aber dann war der Ball auch wieder weg. Es war einfach schlecht, das muss man auch so sagen und auch so in aller Deutlichkeit. Man kann ja einen schlechten Tag haben, aber dann gar nicht in die Zweikämpfe gehen, also das ist schon wirklich schade. Was mich gewundert hat, dass es hier tatsächlich nur 3:0 für Köln stand, weil die Kölner hatten eigentlich noch mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu stellen. Aber sie versäumten es und die Duisburger dann auf einmal, wir sind jetzt hier gleich 2 Minuten vor der Pause mit einem Konter, der über außen eigentlich ganz gut gespielt wird. Man sieht gleich, die Duisburger bleiben dran, setzen sich durch und dann kommt der Ball irgendwie jetzt zu Wahib Musa und der schießt den Ball rein zum Anschluss. Und dann war Halbzeit. Halbzeit stand 1:3. So, jetzt, liebe Fußballfreunde, aufgepasst. Jetzt ist Crunch-Time. Hier erstmal in der 53. erhöht Köln auf 4:1. Und jetzt geht's los. Was ist das für ein Spiel? Die Duisburger im Angriff.
Die hatten wohl auch eine richtige Standpauke bekommen und dann auf einmal ist der Ball drin. Es steht 2-4 und es geht direkt weiter für die Zebras. Ich konnte es ja gar nicht glauben. Ein Schuss und was für ein Tor. Fallrückzieher zum 3-4. Das müssen wir uns nochmal anschauen in der Zeitlupe hier. Wie schön macht er das hier. Sensationell. Das ist ja wirklich zum Zungeschnalzen. Und jetzt sind die Duisburger da. Und dann Eckball. Da kommt der Eckball rein. Und bums, da ist der Ball drin. Ich kann es nicht glauben. Es ist ja unfassbar. 4-4 Ausgleich. Das ist doch nicht zu glauben. Was ist das hier für ein Spiel auf einmal? Die Duisburger waren ja wie ausgewechselt. Also unfassbar. Man hatte so gerade sich erholt da von dem 4-4 und dann ging es auch schon weiter. Das ist ja, ich konnte es wirklich nicht glauben, was das hier für ein Spiel ist. Da kommt der Ball rein, ist nämlich eine Freistoßsituation und die Duisburger machen ihn zum 5-4. Kann man das glauben? Nein, man kann es nicht glauben, aber es ist wahr. Sie haben das Spiel gedreht. Von 0-3 und 1-4 führen sie jetzt 5-4. Unfassbar sensationell. Aber 2 Minuten vor Schluss, da passiert es dann doch. Da ist dann Köln nochmal zur Stelle. Man passt hinten nicht auf, wieder in der Defensive. Und dann fällt dann tatsächlich noch der Ausgleich zum 5-5. Aber es ist ja unfassbar, 10 Tore hier zu sehen. Und wer die erste Halbzeit der Zebras gesehen hätte, der hätte gedacht, das funktioniert ja heute nicht. Und sie haben wirklich sich den Punkt redlich verdient.